Und damit Hallöchen, ihr Raketen, und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von Formel 1 2020. Wir gucken nochmal ganz kurz auf den letzten Teil der zweiten Saison zurück und wir gehen natürlich gleichzeitig auch in die Vorbereitung für unsere dritte Saison, die dann am kommenden Montag hier auf meinem Kanal startet. Die letzten Ressourcenpunkte, die wir eingefahren haben, habe ich nochmal verwendet, um den Ladeluftkühler zu entwickeln, hier ein neues Upgrade in die Pipeline zu schmeißen. Für den Rest im Forschungsbaum haben die Ressourcenpunkte leider nicht mehr ganz gereicht, aber der Ladeluftkühler vom Motor ist nochmal mit in die Forschung gegangen. Ansonsten ist Kimi Räikkönen noch zurückgetreten, neben Sebastian Vettel, also hier der zweite Fahrer, der zum Ende der zweiten Saison seine Karriere beendet hat. Was natürlich sehr schade ist, denn damit verliert das Fahrerfeld auf jeden Fall zwei Größen, die nicht so leicht aufzufüllen sind. Ansonsten der kurze Blick in den Kampf gegen Mick Schumacher. Auch hier in der zweiten Saison haben wir ihn dominiert, allerdings haben die letzten Ergebnisse dann doch für Mick Schumacher gesprochen und ich habe mich dafür entschlossen, ihm nochmal eine Chance zu geben. Wir haben ihm nochmal einen neuen Vertrag angeboten bis zur Hälfte der dritten Saison. Das hier seine letzte Chance tatsächlich unter Beweis zu stellen, ob er noch in der Lage ist, mehr Potenzial aus sich herauszuholen. Die Sponsorensuche hat ergeben, dass wir mit Indlovu weiter zusammenarbeiten werden. Das war hier eine ganz logische Konsequenz, denn im Vergleich mit den anderen beiden großen Sponsoren, Lupo Industries und AI, ja, bietet einfach Indlovu das beste Gesamtpaket. Für 5,5 Millionen Dollar Unterzeichnungsbonus bekommen wir den Zielbonus von 15,54 Millionen Dollar für 100 Konstrukteurspunkte in der Meisterschaft und wir bekommen hier 740.000 Dollar wöchentlichen Bonus. Das ist zwar bei den anderen beiden vereinzelt mehr, allerdings sind die Anforderungen, die die Sponsoren stellen, dann doch ein bisschen höher und deswegen haben wir uns hier, oder habe ich mich hier für Indlovu entschieden und wir haben mit unserem Sponsor der zweiten Saison verlängert. Ja, im Motorenbereich, auch hier sind wir unserem Motorenpartner treu geblieben. Ich habe mich dafür entschieden, auch hier mit Mercedes zu verlängern, einfach weil es im Moment noch das beste Gesamtpaket ist. Ihr seht, die Performance liegt bei 97, während die Strapazierfähigkeit bei 100% liegt, für 4,3 Millionen Dollar. Renault und Ferrari ebenfalls fast gleich auf, hier mit einer Performance von 95 und einer Strapazierfähigkeit auch von 100. Sind aber am Preis ein bisschen günstiger, trotzdem habe ich mich für Mercedes entschieden. Ja, ihr seht es im Hintergrund, ein neues Logo. Seid gespannt. Wir haben in der neuen Saison noch ein wenig vom Preisgeld investiert. Einmal im Marketingbereich, ihr seht es hier bei den Sponsorbeziehungen und auch die Aktivitätenplanung habe ich nochmal ausgebaut. Und ansonsten haben wir uns eigentlich in allen Bereichen auf die Qualitätskontrolle oder auf den Bereich der Herstellung konzentriert. Auch im Aktivitätenbereich habe ich mich wieder dafür entschieden, als allererstes erstmal den Fahrer 2, also hier Mick Schumacher, ins Trainingslager zu schicken und dann mit der Autovorführung ebenfalls noch den Warenverkauf anzukurbeln und da nochmal ein wenig zusätzliches Geld in der Saisonvorbereitung zu generieren. So, hier seht ihr nochmal, am Tag der Autovorführung können wir dann auch den fünftägigen Warenverkauf mit einplanen. Das ging vorher nicht, jetzt geht das und damit machen wir nochmal 1,5 Millionen Dollar plus. Das habe ich ja eben schon gesagt. Ja, die machen sich auf jeden Fall im Bereich der Vorbereitung ganz gut. Der Blick aufs Fahrerfeld für die dritte Saison zeigt, dass es im Großen und Ganzen gleich geblieben ist, aber die Lücken von Vettel und Räikkönen müssen natürlich gefüllt werden und deswegen gibt es hier die ein oder andere Überraschung. Pierre Gasly wechselt von AlphaTauri mit sofortiger Wirkung zu Ferrari. Für ihn rutscht George Russell nach, der von Williams nach AlphaTauri wechselt. Antonio Giovinazzi wechselt von Alfa Romeo zu Williams und wird kommende Saison neben Nicolas Latifi fahren. Und Nyck de Vries und Antoine Hubert sind zwei Newcomer, die sich für Alfa Romeo ins Zeug legen und Alfa Romeo damit einen jungen Weg
gehen wird. Und ich bin gespannt, wie es hier in der dritten Saison für dieses Team laufen wird. Ansonsten habe ich noch das Energierückgewinnungssystem und den Energiespeicher in der Strapazierfähigkeit in die Forschung geworfen. Das war es soweit und jetzt lasse ich euch mit der Fahrzeugvorstellung alleine. Damit ist die Katze aus dem Sack. Wir gehen unter dem neuen Namen Panther Racing Berlin in die neue Saison. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, der Name gefällt euch und auch unser neues Logo sowie das Fahrzeugdesign. Schreibt mir das ganz gerne mal in die Kommentare und dann hoffe ich, dass wir uns am Montag dann hier zum Saisonstart aus Australien wiedersehen. Und jetzt kann ich nicht mehr sagen als geht da steil, bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssi.